Wir haben ein großes Becken für Fische des Amazonas, also aus Südamerika. Und hier leben unter anderem Arapaimas. Das sind riesige Fische, die bis zu 3 Meter Größe erreichen können und über 150 Kilo wiegen können. Oder auch Pacus, die ein bisschen an Piranhas erinnern. Das sind auch Fische, die schon 60, 70 Zentimeter groß werden können und die mit ihrem starken Gebiss Nüsse knacken, die von den Bäumen ins Wasser fallen. Und von diesen Nüssen ernähren die sich dann.